Entschuldigung, wir haben eine Frage. Okay. Hallo, Entschuldigung. Habt ihr mal kurz Zeit? Nur ganz kurz. Aha. Wir haben eine Frage. Ey, jetzt sei doch nicht. Ich dachte, du bist ein harter Junge. Also, votest du lieber bei DSDS oder bei der Bundestagswahl? Bei der Bundestagswahl. Und warum? Weil ich habe eine politische Meinung und keine DSDS-Meinung. Und warum glaubst du, voten so viele lieber bei DSDS? Vielleicht finden sie es cooler. Na, weil das einfach, weil Politik einfach für die meisten uninteressant ist, denke ich mal, jetzt so in unserem Alter zumindest. Ein Politiker ist ja kein Superstar sozusagen und die, naja, ist ja halt mit mehr Glamour und Show und Politik ist ja die von den meisten Urs langweilig, also von daher. Ich will ja nicht. Bei keinem von beiden? Nee. Und warum nicht? Weil ich das nicht einsehe. Ja, das Medien ist interessanter als die Bundestagswahl. Sie interessieren sich nicht so für Bundestagswahlen, ne? Als für DSDS. Würdest du jetzt wählen gehen? Ja. Ja. Hast du einen Favoriten oder für was bist du so? Nö, ich habe mich da noch nicht festgelegt. Ich lasse mich da nur so ein bisschen inspirieren von den Wahlen. Also bist du jetzt nicht so überzeugt von DSDS zum Beispiel? Doch, ich fand es auch interessant, aber ich finde auch die Bundestagswahlen interessant. Würdest du wählen? Na sicher, oh. Fragen wir jetzt aber nicht wen, das zeigt ihr nicht. Könnt ihr dieses Jahr wählen? Ich bin sogar im Wahlkomitee, also ich bin Wahlhelfer und so. Kennen Sie DSDS? Ja. Und wählen Sie da auch? Nein. Und wählen Sie bei der Bundestagswahl? Ja. DSDS ist mir ziemlich egal. Also würden Sie lieber für Politik? Das ist wichtig. Das geht genau. Ja um mein Leben. Was meinen Sie, warum die Jugendlichen das nicht so sehen? Weil es ihnen zu gut geht? Kein Kommentar. Weil in den Medien höher geschrieben wird, weil die Medien dafür sorgen, dass die Jugendlichen so darauf abfahren, denke ich, mit ihren Methoden und bisschen. Ich lasse den Fernseher aus. Also wählen jetzt die. Ja, ich gehe wählen. Und wen hast du da so als Favorit? Das zeige ich natürlich nicht. Das Wahlrecht ist das Recht auf freie und geheime Wahl. Jeder darf Gruppen und Parteien wählen, die seine Interessen vertreten. Dies ist die Grundvoraussetzung für die Demokratie. Wir haben eine Frage. Ey, jetzt sei doch nicht dick. Ich dachte, du bist ein harter Junge. Nee. Wir haben leider keine Zeit. Mann, Leute, das hören die noch. Seid ihr mal ruhig. Hallo, wir haben eine kurze Frage. Bitte, gucken alle. Dominique. Doch, komm schon. Fühlst du dich ungerecht von den Lehrern hier auf der Schule behandelt? Nee. Manchmal. Also, manchmal. Und hast du schon mal überlegt, dagegen was zu tun? Weil du hast ja auch Rechte in der Schule. Ach ja, warten für welche? Naja, du hast zum Beispiel das Recht, eigentlich immer auf Toilette gehen zu dürfen. Ja, ist ja richtig, mache ich ja auch. Ja, zum Beispiel in der Zensurumgebung, auch wenn man sich angestrengt hat und halt versucht hat, das Beste zu geben, dass man dann halt trotzdem Sechsen bekommt oder auch so, dass man im Unterricht halt zum Beispiel nicht auf Toilette gehen kann und so. Wenn du in deinen Rechten verletzt wurdest, weißt du denn noch, wo man sich hier melden könnte? Direktor? Direktorin? Was? Vertrauenslehrer? Tutor? Hast du schon mal versucht, dagegen irgendwas zu unternehmen? Naja, was soll man denn dagegen machen? Ich meine, der Lehrer ist eine Autoritätsperson und großartig können wir da eigentlich nicht gegen angehen. Ja, und wirst du, wo du dich hinwenden müsstest, wenn du hier Probleme hättest? Ja, den einen oder anderen Lehrer. Soll man sich nicht da zuerst an den Lehrer wenden? Wir sind eigentlich relativ zufrieden, außer mit einigen Lehrern, aber die gibt es ja immer. Und wie klärt ihr das? Wir gehen zum Schulrat oder zum Direktor erstmal. Also nicht persönlich so erstmal, unter vier Augen vielleicht? Unter vier Augen, ja, genau. Schülerrechte lassen sich von den Grundrechten ableiten. Dazu gehört zum Beispiel der Schutz der Menschenwürde, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, der Gleichheitssatz, das Recht auf die Schulwahl und die Meinungsfreiheit. Station.